Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 7. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und das bedeutet die Bewegung unserer Sonne. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden macht es schon was aus. Das wird bei dieser Berechnung berücksichtigt. Und das ist anderes als in westlichen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Wenn ihr hier im Einklang sein möchtet mit dieser Aussage, mit diesem Energiefeld, empfehle ich die Geburtshoroskop auch umrechnen lassen nach indischen Astrologie. Das biete ich auch als Blitzberatung an. Ich betone immer die Elemente, weil das ist sehr wichtig. Als erstes sollen wir an unserem eigenen Energiefeld achten. Und dieses Energiefeld, was wir haben, was uns umhüllt, kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Ich betone das immer wieder, positiv denken, angstfrei leben, automatisch verbessert sich unserem Energiefeld und das hat eine wichtige Funktion, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, die Anziehungskraft gleiche zieht gleiche an. Also damit beginnen wir auch jeden Tag auf unserem eigenen Energiefeld achten. Aber es besteht alles aus Energie. Andere Menschen haben auch Energie. Und es gibt auch kosmische Einflüsse, kosmischen Energiefeld, was beeinflusst unserem Leben, auch unserem Alltag. Und das ist ein Tanz, das ist eine Bewegung. Und es ist nicht immer ausgeglichen. Und das, was ich bei diesen Elementen auch zeige, jeden Tag, weil das täglich sich ändert. Und weil das nicht ausgeglichen ist. Natürlich gibt es Tage, wo das wirklich ausgeglichen ist, aber es gibt Tage, wo das eben nicht so ist. Und dann sollen wir etwas dafür tun. Und wir können damit bewusst umgehen, auf diesen Tanz anvertrauen und mittanzen und kommen wir in Schwingung. Und das, was ich hier bei diesem vier Elementen auch täglich zeige, wie sich das alles ändert. Und das hat nicht nur einen Einfluss auf unser Leben, dass wir in Harmonie bleiben, im Einklang mit Kosmos, sondern das hat auch eine heilende Wirkung. Also ich starte. Heute ist Neumond, exakt um 17 Uhr und 2 Minuten begegnet sich Sonne und Mond in Tierkreiszeichen Waage. Für uns ist Mond unsichtbar. Und das eignet sich dafür, zurückziehen, die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden, nachdenklich zu sein, Klarheit bekommen, was sagt unsere inneren Stimme. Und eignet sich sehr gut zum Meditieren. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Sonne hier zum Luftelement. Sonne herrscht über Sonntag. Mond befindet sich auch im Waage, ganz logisch, sie treffen sich heute bei diesem Neumond, setze ich Mond auch hier zum Luftelement. Mond herrscht über Montag. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört auch zum Luftelement.
Ich setze Mars auch hier zum Luftelement. Mars herrscht über Dienstag. Dann folgt Merkur, weil Merkur herrscht über Mittwoch. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur hier zum Wasserelement. Über Donnerstag herrscht Jupiter. Jupiter befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion, also Wasserelement. Ich setze Jupiter zum Wasserelement. Über Freitag herrscht Venus und Venus setze ich auch zum Luftelement, weil Venus bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit etwas zu tun. Über Samstag herrscht Saturn und Saturn ist immer in die Mitte, weil Saturn erdet, zieht sie Energie zusammen. Also Saturn steht in die Mitte. Es ist ganz leicht zum Erkennen, dass die Luftelement sehr betont ist. Und das schenkt uns Leichtigkeit. Das hilft uns von etwas befreien und endlich aufatmen. Die Luftelement vermittelt Worten, also hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und es wird betont, die Sprache, die Kommunikation. Merkur ist die Planet dafür zuständig, für die Sprache. Und Merkur ist im Wasserelement, also das handelt sich um Gesprächen, klärenden Gesprächen oder Gesprächen über Gefühlen. Oder die Gespräche verlaufen sehr gefühlsvoll. Saturn erdet und zeigt, was erdet uns gerade. Und Saturn befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze. Und der Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Saturn zeigt die Lösung, auf die Feuerelement achten, weil das, was uns gerade erdet. Und im Feuerelement ist aber kein Planet sichtbar, mindestens nicht die persönlichen Planeten. Hierbei die Elementenverteilung berücksichtige ich die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto nicht, weil die haben andere Einflüsse von unserem Leben. Hier geht es um unseren Alltag und unsere Persönlichkeit, unserem Leben und nur die persönlichen Planeten. Also Saturn erdet und zeigt die Richtung, Schütze, Ziele setzen, unseren Wünschen leben, unsere Begeisterung auch und betonen die Feuerelement. Da können wir das ausgleichen, damit wir in Harmonie sind. Dann ist es ausgewogen. Was vertritt die Feuerelement? Das ist die Herzenswärme. Feuerelement ist auch aktiv, mutig zu sein, aktiv zu sein. Feuerelement ist auch Begeisterung und Leidenschaft, das zum Leben, was uns gerade begeistert. Und es fällt auf, dass im Erdeelement auch kein Einfluss ist von Planeten. Hier fehlt auch etwas. Also das, was uns begeistert, umsetzen im Tat, weil das ist die Realität. Also so können wir das ausgleichen. Wenn wir das nicht ausgleichen, dann wird die Luftelement sehr stark und diese Leichtigkeit kann auch Leichtsinnigkeit sein. Zurück zum Feuerelement. Feuerelement ist auch die Wut. Da brennt etwas innerlich. Und das müssen wir auch zeigen. Entweder direkt das sagen, dann ist das geklärt. Oder wenn das nicht gut ist, weil wir sollen auch diplomatisch sein, dann auch aussprechen. Ich empfehle mal einen Spaziergang oder raus in Natur und mal schreien, raus aus dem Wut, sonst brennt das bei uns innerlich.
dann fühlen wir ausgebrannt oder haben wir Sodbrennen. Also darauf achten, dass die Feuerelement aktiv wird und dass wir umsetzen in Tat, in Realität. So kommt das in Harmonie, so kommt das ins Ausgleich. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil des Horoskopes am 7. November 2018 nach indischer Astrologie. In indischer Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer wieder die mythologische Geschichte dazu als Hintergrundinformation. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung, unschuldig. Die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, naja gut, ich habe das gut überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Alle ihre Schwester sollst heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Frauen dieser Geschwister und besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Natürlich ist Rohini die Lieblingsfrau. Aber er macht diese Besuche und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Der Einfluss kommt natürlich von Sternen, ganz klar. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Und Sonne, Mond, aber auch die Planeten wechseln immer wieder die Mondhäuser. Und heute ist dieser Wechsel. Sonne hat die Mondhaus Swati verlassen und heute übergeht im Mondhaus Vishakha. Und Vishakha ist eine Feuergöttin, Göttin des Krieges. Und hier ist nicht das Krieg gemeint, sondern das inneren Kampf mit unseren eigenen Gefühlen. Und diese Feuerenergie ist eine reinigende Energie, bereinigen von etwas. Diese Göttin Vishakha verbrennt alles, was im Weg steht. Schlechte Gewohnheiten oder Kontakte oder Gefühle wie Angst, Zweifel. Und das ist jetzt gerade ein Wechsel bei der Sonnenbewegung bzw. die scheinbare Bewegung der Sonne. Aber Sonne gibt die Licht, die Klarheit und das sollen wir auch sehen. Was sollen wir von unserem Leben verabschieden, trennen, loslassen, verbrennen, all das, was im Weg liegt. Da brauchen wir die Licht, die Klarheit, die Orientierung. Und wo finden wir heute die Klarheit? Heute ist Neumond. Und Neumond bedeutet die Licht, die Klarheit nicht außen sehen, sondern in unserem Inneren. Wir suchen und finden die Licht in unserem Inneren, also unserem Gefühl, unserem Intuition sagt es. Und das sollen wir folgen. Das ist gerade die Energie. Die heutige Neumond ist exakt 17 Uhr und 2 Minuten. Treffen Sie sich die beiden Lichter, Sonne und Mond, in Tierkreiszeichen Waage. Bei Sonnenaufgang ist Mond noch im Mondhaus Swati und das wird von Kreuz des Südens beeinflusst. Und dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild im Himmel und hier befindet sich die Südpol, dient zum Orientierung. Also wir brauchen heute die Orientierung und damit beginnt den Tag. Und dieses Kreuz des Südens bedeutet, übersetzt, eine Selbst zu sein. Also das Wort Swati kommt von Sanskrit und bedeutet Selbst, aber bedeutet auch Seele. Und diese Swati bedeutet übrigens auch als Schwert.
Und hier haben wir bei diesem Sternbild eine klare Aussage. Das Schwert heißt trennen von Angst, trennen von Situationen, Gewohnheiten, Kontakte, all das, was uns belastet. Wenn diese Trennung stattgefunden ist, und das sind die notwendigen Schritte, dann finden wir unserem Selbst, unserem Seele. Das ist das ganze Geheimnis an diesem Sternbild. Das Kreuz des Südens zeigt auch spirituelle Themen, religiösen Themen. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch in diesem Mondhaus und übergeht dann im laufenden Tag zu dem nächsten Mondhaus, wo dann Neumond stattfindet. Und das ist im Mondhaus Vishakha. Und wie ich schon sagte, diese Vishakha ist die Göttin des Krieges, die Göttin des Feuers im positiven Sinne. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Ich setze hier die Tierkreiszeichen Waage, dann folgt Skorpion und das sind Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze, das sind Themen wie kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, etwas Neues lernen, Kontakte, Bewegung, auch in vertrauten Umgebung, Kommunikation, Medien, das sind die wichtigen Themen. Eine Basis, ein Fundament zum Schaffen und die wohnlichen Situation kümmern ist die Thema. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen, dann Kinder, das eigene Kindheit, das innere Kind und die schöpferische Kraft ist die Thema gerade bei die Wassermanngeborenen. Arbeit, Pflichten, all das zu bewältigen und Gesundheit, auf die Gesundheit achten, ist das Thema der Fischengeborenen. Partnerschaft, Ausgeglichenheit, Verträgen sind Themen bei Wiedergeborenen. Eine Transformation und um die ämtlichen Sachen kümmern, das sind die wichtigen Themen, die Stiergeborenen eine große Reise machen, gerade die Zwillingsgeborenen. Das kann Urlaub sein, das kann Ausland sein, das kann Fremdsprache sein, Auslandskontakte, aber auch eine innere Reise. Das sind die Zwillingsthemen gerade. Ganz oben angekommen zu sein, Anerkennung zu bekommen, das sind die wichtigen Themen, die Krebsgeborenen oder suche die wahre Berufung, beruflichen Veränderungen, etwas organisieren, in einer Gruppe teilzunehmen oder etwas gründen, die Hoffnung nicht aufgeben, diese Stärke zeigen, das sind die Themen, die Löwengeborenen und die Geheimnisse haben gerade die Jungfraugeborenen. Entweder verheimlichen sie etwas oder schauen hinter den Kulissen, was passiert, erfahren wichtige Dinge, wichtige Geheimnisse und sie können wirklich hinter die Masken schauen und diese Klarheit haben, gerade die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen. Ich muss die Bild verändern, so ist jetzt alles sichtbar. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten. Also Sonnenaufgang, ich setze Sonne zu Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich auch im Tierkreiszeichen Waage, ist logisch. Heute ist Neumond, die beiden Lichter treffen sie sich heute, also setze ich Mond zum Waage. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, ich setze Mars zum Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion, ich setze Merkur zum Skorpion, Jupiter auch im Skorpion. Venus ist rückläufig, das bedeutet Vergangenheit, kann auch bedeuten, es geht in die Liebe nichts wirklich voran und, oder etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Venus ist im Waage, ich setze hier zum Waage. Saturn befindet sich in Schütze, ich setze Saturn zu Schütze. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder.
ich setze Uranus zum Widder. Neptun ist im Tierkreiszeichen Wassermann, ist auch rückläufig, Uranus ist auch rückläufig und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Pluto zum Tierkreiszeichen Schütze. Welche Verbindungen haben wir heute, die wichtigen Verbindungen? Mars und Venus steht in Harmonie. Mars in Tierkreiszeichen Wassermann, Venus in Tierkreiszeichen Waage. Beide gehören zum Luftelement, entsteht Harmonie zwischen männlichen und weiblichen. Und das bedeutet, das Denken und Fühlen ist ausgewogen, aber bedeutet das Männliche und Weibliche auch die Liebe. Also großes Thema ist die Liebe, Partnerschaft. Die, wo alleine sind, haben gute Chancen, jemand begegnen, kennenlernen oder kommt eine Versöhnung, gerade bei rückläufiger Venus, kehrt jemand zurück von Vergangenheit, klärt sich etwas auf. Also eine schöne Liebesenergie. Steht Uranus, dieser rückläufige Uranus, was bedeutet Uranus immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen, steht in Verbindung zum Jupiter und diese Verbindung heißt Quinkungs. Und das ist wie ein Pendel, man weiß nicht, in welche Richtung das ausschlägt. Diese Veränderung, ist das eine gute Chance und verbessert sich etwas oder sollte man eher aufpassen, entsteht eine gewisse Unsicherheit. Bei Jupiter handelt sich Themen wie etwas vergrößern oder etwas investieren. Bedeutet Jupiter auch Glück. Aber Jupiter vertritt auch die Gesetz, die Gerechtigkeit und zeigt auch hin, wo Ungerechtigkeit wir erleben. Und da kommen bei diesen Themen Veränderungen und entsteht eine gewisse Unsicherheit, Risiko. Das sind Risiko oder Unsicherheiten und das erleben die Skorpiongeborenen und die Widdergeborenen, wenn das um Veränderungen geht, berufliche Veränderung oder wohnliche Veränderung. Man weiß nicht, in welche Richtung wird es weitergehen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Wie wirkt diese Mondenergie auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Weil Mond beeinflusst unseren Alltag. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und die Sonne ist die kleine Uhrzeiger. Dieser große Uhrzeiger tickt natürlich, bewegt sich einiges. Mond hat einen guten Einfluss auf die Wassermanngeborenen, eine sehr gute Energie für die Zwillingsgeborenen, unterstützt die Löwengeborenen und die Schützengeborenen, kommt Hilfe, Unterstützung wegen der Nähe bei den Jungfraugeborenen und Skorpiongeborenen. Das bedeutet, in vertrauter Umgebung oder Nachbarschaft kommen Einflüsse von außen und das ist sehr unterstützend. Und diese Mondenergie spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Für die Wiedergeborenen haben hier die Aufgabe, auf dem inneren Gleichgewicht achten, nicht aus der Ruhe kommen. Und Mond spiegelt etwas, ändere etwas im Leben oder achte auf deinen Gefühlen, bring das in Harmonie, bring das in Ordnung. Oder handel nach deinem Gefühl, sei intuitiv. Das ist die Spiegel, was die Wiedergeborenen gerade bekommen. Diese Mondenergie löst Unsicherheit aus bei den Stiergeborenen und bei den Fischengeborenen. Und Spannung, Unruhe verspüren gerade die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Die Krebsgeborenen und Steinbockgeborenen haben zurzeit auch karmischen Themen, weil die Mondknoten, was die Karma beschreibt, befindet sich im Steinbock. Das symbolisiert die alte Karma, das ist Ketu, die Drachenschwanz und eine neue Richtung, die Suche nach etwas. Das haben die Krebsgeborenen gerade auch karmischen Themen. Hier befindet sich Rahu, die Drachenkopf. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und ich beschreibe noch meine Angebote.
Erstmal möchte ich die Blitzberatungen empfehlen. Das geht auch blitzschnell. Das heißt, ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, stellt eure Fragen und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und ich empfehle auch die Horoskopdeutung, entweder eine Geburtshoroskopanalyse, mein Honorar beträgt 100 Euro, oder eine Jahresanalyse, was kommt konkret auch mit Zeitangabe Jahr 2019. Ein Jahreshoroskop und da beträgt mein Honorar auch 100 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.